Hallo, hallo, zu einer weiteren Folge. Jojo. So, wir machen das. Wir fahren heute das Nutzfahrzeug-Chassis. Wir fahren es einfach. Wir können es ja. Das werden wir gleich sehen. So, ach, das ist wieder. Ach nein, nicht das. Nein, 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 nein. Das sind wir doch schon gefahren. Ach du Scheißendreck, ey. Oh, vier Achsen, Alter, der Scania. Da müssen wir wieder ganz vorsichtig fahren. Naja, okay, alles klar. Kriegen wir hin? Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Haben wir auch schon mal gefahren. Das kriegen wir schon hin. So. Auf geht's. Licht ist an. Dann los. Wir gucken uns nochmal an von außen. Das ist mal eine Last, würde ich sagen. Aber das ist ein großer Scania. So, jetzt müssen wir mal gucken. Der Tank 699 Liter, 1420 Kilometer, 62746, 29 Grad Außentemperatur. Da mal gucken. Oh, der fährt hier aber am Berg hoch, du. Nee, auch nicht. Das ist übrigens dieselbe Strecke, die sind wir schon mal gefahren. Erinnert ihr euch? Oh, da quält er sich aber, du. Guck mal, die Achse hinten. Guck mal. Die Achse, die dreht durch. Alter Falter. Wir müssen noch O drücken. Müssen hier unser Blinkers anmachen oben drauf. Wir fahren ja wieder mit Begleiter, ja. Mal gucken, ob die Begleiter jetzt kaputt sind oder ob die noch funktionieren. Letztes Mal, also es hat uns der zweite Biege Begleiter nach ja links abbiegen. irgendwie gerollt hier. Biege nach links ab. Ja, es ist wieder so. Fahren wir also mit drei Begleitern hier, oder was? Ne, diesmal funktioniert's. Hier voll drauf auf dem Pinsel. Voll. 30 km/h. Aber 1955, das heißt, wir kommen noch im Hellen an. Das wäre schön. Kamera ist ein bisschen komisch. Der Brückenübergang gerade, der hat richtig getrommelt auf dem Lenkrad. Aua. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Das wird lustig. Oh, ich sehe schon die Strecke da. Wo, da geht's schön durch den Ort, Alter. Ihr seid das Pfützen, ihr habt doch eine Macke, Alter, ey.
Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Oh, genau. Was wird denn das jetzt hier? Was willst du denn? Demnächst rechts abbiegen. Na, ist ja gut gelöst. Was wollt ihr denn, ey? Biege nach rechts ab. Bloß nicht in den Spiegel gucken. Scheiß roten Ampeln. Kann ich da drüber fahren? Tempomatski ist an. Ich lasse jetzt hier keinen durch. Also mein Begleiter könnte ja ruhig mal ein bisschen schneller fahren. Genau. Als wäre das nicht schon scheiße genug, mit dem Ding hier rumzukurven. Da müsst ihr jetzt auch noch das Regenwetter anmachen, Alter. Genau, dann sehe ich noch weniger. Was ist denn jetzt so noch Nebel, oder was? Gewitter. Alter. Habt ihr den Donner gehört, ey? Verrückt. Noch ein Blitz. Alter, jetzt, was ist denn das? Ich denke, hier ist alles abgesperrt. Oh! Die Kontrolle. So, der LKW hat durchgedreht, die Reifen. Oh, fuck off, Alter. Der sie mir quer gezogen hat.
Der hat voll die Haftung verloren, der LKW. Das Lenkrad hat übelst, man hat richtig gemerkt, wie der LKW die Haftung verloren hat. Du darfst bei dem Wetter nicht voll auf dem Pinsel stehen, das darfst du nicht machen. Das war noch 83 Kilometer voller Party jetzt gleich hier, ich sehe das schon. Das Polizeiauto weggedrängt. Yeah. Wir rasieren wahrscheinlich die ganzen Pinguine ab gerade. Das geht. Wieder ein Polizeiauto abgedrängt. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Wetter wird besser. Sonne scheint, dann macht das Fahren gleich mehr Spaß. 633 Liter Sprit haben wir noch. Kilometerzähler zählt auf jeden Fall. 29 Grad. Wir sind immer noch 29 Grad. Okay. Oh, der hat Lichthupe gemacht zum Bus. Krass. Uhr sind wir da. Das ist krass, wie der Lichthupe macht. Der macht Lichthupe zu den anderen Leuten. Dass sie Platz machen. Hier kommt der Dicke. Der Dicke mit seinem Himmelspullover. Wir sind schon wieder zu schnell.
demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ja, genau, Mann, Alter. Seid ihr nicht ganz dicht? Was machst du denn da? Fahr. Ja, schon hängen wir. Wo hängen wir denn? Wo hänge ich denn? Ich hänge auf der Ampel. Das war wieder so eine typische Stelle, ey. Aber wenn die Polizei... Ach, wir haben ja... Ist ja egal. Ach, ich wollte schon wieder bremsen. Wenn wir schon Polizeischutz haben und alles, ja, also Polizei und so, dann müssen sie solche Kreuzungen müssen sie doch absperren. Das ist doch Hühnerschiete. Was ist denn hier los, Leute? Ich fahre einen riesen Karton hier durch die Gegend und ihr drängelt euch vor, ey. Oh, war die Polizei nicht da. Hi. Hey. Jetzt habt ihr euch bestimmt erschreckt, wa? Die auch. Äußer noch. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Demnächst links abbiegen. Oh, ABS. ABS hat angeschaut. Biege nach links ab. Wie der LKW einfach mal. Die einfach mal gebremst hat gerade. Mensch, was ist denn das? Wo soll ich denn noch hinfahren? Ich bin da nirgendwo gegen gefahren. Oder bin ich irgendwo gegen gefahren? Schon wieder geruckelt der LKW. Aber ich habe keinen Schaden bekommen, also. Aber habt ihr gemerkt gerade, wo ich gebremst habe? Hat sie quietscht. Das habe ich auch im Lenkrad gemerkt, dass meine Bremse nicht gebremst hat. Also nochmal kurz lösen und weiter. Links halten
und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Mein Fahrlehrer hat immer gesagt, da wo Platz ist, nutze ihn aus. Ja. Aber solche Abbiegungen, wie wir gerade hatten, das sind ja nur einfach. Schlimm war nur die in der Stadt da. Da bleibe ich immer rechts an dem blöden Zaun hängen. Immer. Bei jeder Schwerlasttour, die wir fahren, bleibe ich da hängen. Bitte rechts halten. Dieselbe Stelle hier. Kommst du einfach ein Bärchen nicht hoch. Immerhin. Immerhin. Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Oh, wieso bremst du denn? Alter Falter, ey. Verstehe ich nicht. Puh. Noch 94 Kilometer, wir haben es fast geschafft.
Hä? Warum? Wieso habe ich denn jetzt Aufliegerschaden? Ist doch gar nichts passiert. Also ernsthaft, rechts war auch nichts. Das ist doch scheiße. Oder ist hinter mir ein Auto, was da reingefahren ist? LKW. Bremst du, Alter? Ich habe echt einen richtig guten Begleiter heute wieder mal. Ich meine, ich bewege ja ein paar zig Tonnen, ja? Und er eiert da vorne mit seinem Bulli vor mir rum, ja? Was ist denn jetzt? Warum hält denn der an mitten auf der Autobahn? Was ist mit ihm denn nicht in Ordnung? Oh, mir tut der Arsch weh. Ich kann nicht mehr sitzen, Leute. Oh, ich kann nicht mehr sitzen. Also ich krieg Aufliegerschaden, wenn mir andere Leute reinfahren. Ich find's total geil. Ich mach doch nichts falsch. Und wenn der LKW hier nicht an mir vorbeikommt, dann soll er auf eine linke Spur fahren. Ich kann nicht so weit rüber. Jetzt fahren wir runter. Also nächste. Ne, das ist die hier. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Bitte links halten. Es musste ja passieren. Es musste ja passieren. Sehr schön. Ich bleibe mit dem Schild an der Scheißleitplanke hängen. Ist klar, Alter, ey.
Bitte rechts halten. Oh, das gibt's doch nicht, ey. Fliegerschaden. Wovon denn? War doch ja nichts, ey. Na egal. Ich sag ja, wir sollten keinen Schwertransport fahren. Das kann ich einfach nicht. Fahren wir jetzt nur rechts rüber oder nicht? Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. So, was hast du denn jetzt? Alter, was tust du? Mann, ey, was macht denn der? Jetzt muss ich ja wieder diese ganze Scheiße da fahren. Oh Mann, also Schwertransport ist ja schon wieder so ein Thema. Ja. Fertig zum Losfahren. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ja, aber der fährt doch nicht. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Lass uns loslegen. Ich habe mal einen Spielstand vorher geladen. Bitte rechts halten. Jetzt hängt er wieder mit dem Schild in der Leitplanke, Alter.
Alter, wo hänge ich denn hier fest, ey? Ey, das kann doch nicht sein. Fest, ich häng mit diesem Kackschild da fest oder was? Oh, Leute, Junge, ey. Junge. In der Realität ist das Kackschild einfach abgefahren, wie gut gewesen. Ja, da muss ich. Da muss ich mir irgendwie noch eine Strategie überlegen, wie ich da zukünftig durchfahre, ja. Ich mach das einfach noch nicht richtig, ne? Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Was macht der? Warum hält denn der an? Mensch, warum hält denn der an? Was macht der? Nimm die Ausfahrt rechts. Ich verstehe nicht, wieso ist denn der Begleiter jetzt, ist jetzt einfach stehen geblieben, hat sich verabschiedet oder was heißt, was hieß das jetzt gerade? Ich verstehe nicht, was das bedeutet. Ich fahre jetzt einfach ohne den weiter. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Das war eine Tour, ey. Hör mir bloß auf, ey. Ich kann es einfach nicht. Ich hole nicht weit genug aus. Wahrscheinlich. Ich fahre, die Linie ist verkehrt. Ich muss mir verinnerlichen, und dann rechts abbiegen. Wie ich fahren muss, dass ich die Kurve schaffe. Biege nach rechts ab. Ich bleibe immer in den Kurven hängen, das heißt, ich muss noch weiter ausholen, ne? Ja, ich muss ja noch weiter ausholen in den Kurven. War immerhin noch ausgezeichnet, naja. 14.000 Steine haben wir gekriegt. Ja, und ein Haufen XP. Puh, was eine Tour. Oh, es ist ja nur noch Schwertransport hier. Das kannst du ja vergessen, ey. 6 Meter breit. 4,90 Meter. Da könnte man ja fast drüber nachdenken. Aber das machen wir jetzt in der nächsten Folge. Tschüss.